7 rufe auf den Tagesordnungspunkt 8, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 13.680, Rahmenvertrag zwischen Kultusministerkonferenz und VG Wort gefährdet gute Lehre. In Verbindung damit wird beraten der Antrag der FDP, Drucksachennummer 13.695, Digitalisierung der Lehre nicht ausbremsen, Rahmenvertrag über die Intranet-Nutzung neu verhandeln. Und ich weise gerne auf den Entschließungsantrag von SPD und Bündnis 90 Die Grünen hin mit der Drucksachennummer 13.789. Zum Antrag mit der Drucksachennummer 13.695, das ist der Antrag der FDP-Fraktion. Und als erster Redner hat für die antragstellende Fraktion der Piraten Herr Dr. Paul das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauer. Wir behandeln hier heute jetzt einen Antrag, den man auf den ersten Blick als obsolet erachten könnte. Denn die Kultusministerkonferenz und die Verwertungsgesellschaft Wort haben sich ja mittlerweile auf eine Arbeitsgruppe verständigt, um eine neue Rahmenvereinbarung zu schließen. Aber wir denken, dass es trotzdem wichtig ist, hier im Landtag mal darüber zu diskutieren und das zur Sprache zu bringen, denn das Verfahren wirft für uns so einige Fragen auf. Erstens, wieso hat die Kultusministerkonferenz überhaupt einen solchen indiskutablen Rahmenvertrag geschlossen? Was für eine Denke steht da im Hintergrund, die die Hochschulen in ein förmliches Bürokratiechaos geworfen hätte? Zweitens, wie kann so ein Rahmenvertrag geschlossen werden, wenn man doch ach so sehr auch auf die digitale Bildung setzt? Und drittens, muss eigentlich immer erst das sprichwörtliche Kind in den Brunnen fallen, bevor man da reagiert bzw. regiert? Darüber hinaus ist anzuerkennen, deutlich und laut anzuerkennen, dass sich Nordrhein-Westfalen dafür eingesetzt hat, dass die Beteiligten sich wieder an einen Tisch setzen. Das muss hier betont werden. Fast wäre das verzockt worden. Exemplarisch möchte ich hier noch mal kurz darstellen, was die Universität Osnabrück einmal nach dem Rahmenvertrag durchgespielt hat. So schreibt die Universität in ihrem Bericht über die Auswertung des Vorlesungsverzeichnisses des Wintersemesters 14/15, den erfolgten Meldungen mit einem Kostenumfang von ca. 5.000 Euro bei 8 Cent pro Seite und Teilnehmer stehen erhebliche Aufwände bei Verwaltungsserviceeinrichtungen und den Lehrenden gegenüber. So investierten Lehrende mindestens 3.900 Minuten, gleich 65 Stunden, in die reinen Meldevorgänge, zusätzliche Recherchen, Informationen und Rückfragen dabei nicht eingerechnet. Für den laufenden Support, um Lehrende zu informieren und zu beraten, wären für die Universität Osnabrück dauerhaft ca. 25% einer qualifizierten Stelle notwendig gewesen. Weiterer Aufwand würde darüber hinaus zukünftig durch die interne Abrechnung entstehen, die eben nicht Teil dieses Pilotprojektes war. Da ist wirklich nicht auszudenken, was das für die dichteste Hochschullandschaft der Welt hier in Nordrhein-Westfalen bedeutet hätte. Das lässt sich nur erahnen. Die für uns entscheidende Frage, und ich möchte die Gelegenheit hier benutzen, bleibt aber nach wie vor der Umgang mit dem Urheberrecht im Allgemeinen. Die derzeitigen gesetzlichen Rahmenbedingungen im Bereich des Urheberrechts beschränken das Potenzial der aktuellen Entwicklung, da sie auf einem veralteten Verständnis des sogenannten geistigen Eigentums basieren, welches der angestrebten Wissens- oder Informationsgesellschaft entgegenwirkt. Man muss sogar sagen, in historisch rechtsvergleichender Hinsicht gibt es kein einheitliches Begriffsverständnis dieses Begriffs geistiges Eigentum. Und da sich die Kopierbarkeit von digital vorliegenden Werken technisch eben nicht sinnvoll einschränken lässt und die flächendeckende Durchsetzbarkeit von Verboten auch im privaten Lebensbereich als gescheitert betrachtet werden muss, dann sollten eben die Chancen der allgemeinen Verfügbarkeit von Werken erkannt und genutzt werden, auch wirtschaftlich genutzt werden. Wir sind der Überzeugung, dass die nicht kommerzielle Vervielfältigung und Nutzung von Werken als eine natürliche betrachtet werden sollte und die Interessen der meisten Urheber entgegen anderslautender Behauptungen von bestimmten Interessengruppen eben nicht negativ tangiert. Es konnte auch in der Vergangenheit kein solcher Zusammenhang schlüssig belegt werden. In der Tat existiert eine Vielzahl von innovativen Geschäftskonzepten, welche die freie Verfügbarkeit bewusst zu ihrem Vorteil nutzen und Urheber unabhängiger von bestehenden Marktstrukturen machen können. Daher fordern wir, dass nicht kommerzielle Kopieren, zugänglich machen, Speichern und Nutzen von Werken nicht nur zu legalisieren,
sondern auch explizit zu fördern, um die allgemeine Verfügbarkeit von Informationen, Wissen und Kultur zu verbessern. Denn dies stellt eine essentielle Grundvoraussetzung für die soziale, für die technische und wirtschaftliche Weiterentwicklung unserer Gesellschaften dar. Darüber hinaus, und das darf ich hier nicht unterlassen zu sagen, erkennen wir die Persönlichkeitsrechte der Urheber an ihrem Werk in vollem Umfang an. Die heutige Regelung der Verwertungsrechte wird einem fairen Ausgleich zwischen den berechtigten wirtschaftlichen Interessen der Urheber und dem öffentlichen Interesse an Zugang zu Wissen und Kultur jedoch eben nicht gerecht. Im Allgemeinen wird für die Schaffung eines neuen Werks in erheblichem Maße auch auf den öffentlichen Schatz an bereits existierenden geistigen Schöpfungen zurückgegriffen. Und die Rückführung von Werken, letzter Satz, in den öffentlichen Raum ist daher nicht nur berechtigt, sondern im Sinne der Nachhaltigkeit der menschlichen Schöpfungsfähigkeiten von essentieller Wichtigkeit. Meine Fraktion wird allen drei Anträgen zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Paul. Und für die FDP-Fraktion hat Frau Kollegin Freimuth das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema ist ja in der Tat nicht neu. Alleine der Rechtsstreit zwischen der Verwertungsgesellschaft Wort und den Ländern stammt aus dem Jahr 2009, der erste. Und trotzdem hat es natürlich jetzt eine Aktualität bekommen, weil die Nutzung von digitalen Dokumenten, die in den Intranets unserer Hochschulen zur Verfügung gestellt werden sollten, für den 01.01.2017 in Frage standen und hier die Hochschulen auch zu Recht auf die nicht vorhandene Praktikabilität dieser Vereinbarung, die die Länder mit der Verwertungsgesellschaft Wort getroffen haben, auch jetzt hingewiesen haben, ganz aktuell. Ich weiß, dass die Länder insgesamt und auch das Land Nordrhein-Westfalen sich immer sehr stark gemacht haben, auch für eine Fortsetzung dieser pauschalen Vergütungssysteme, so wie sie ja im Übrigen für die anderen Verwertungsgesellschaften noch gelten. Aber die VG Wort hat das eben, das war Gegenstand auch der rechtlichen Auseinandersetzung, eben auch in der Wahrnehmung der von Ihnen vertretenen berechtigten Interessen der Urheber eben auch anders durchgefochten und entschieden. Und insofern, und das ist dann eine kleine Anmerkung auch zu dem Entschließungsantrag, den SPD und Grüne uns jetzt heute vorgelegt haben, muss ich sagen, finde ich auch letztlich diese Formulierung, wir fordern die auf, also die nehmen berechtigte Interessen der Urheber wahr. Und gleichwohl, weil wir eben auch die Interessen der Hochschulen und der Studierenden und das Recht und die Verpflichtung auch in gewisser Weise haben, hier digitale Semesterapparate auch sicherzustellen, dass wir eben das in eine Verhandlung und in einen Ausgleich treffen müssen. Und da ist es sicherlich nicht sonderlich hilfreich, hier im Grunde genommen die Fronten zu verhärten und Verhandlungspositionen letztlich zu erschweren. Aber, und das ist der Teil, den wir auch seit der Antragstellung zur Kenntnis genommen haben, es ist ja Bewegung in die Szenerie gekommen. Sowohl die Länder als auch die Hochschulrektorenkonferenz und auch die Verwertungsgesellschaft Wort wollen hier noch einmal an einen Tisch kommen und tatsächlich auch eine praktikable Lösung entwickeln. Jetzt gibt es eine ganze Reihe, was so auch noch weiß keiner, wie denn tatsächlich diese Regelung und diese Vereinbarung und auch das Ergebnis dieser Arbeitsgruppe aussehen kann. Es ist von einem Moratorium die Rede. Die Frage ist aber zu den gleichen pauschalen Vergütungssätzen oder zu höheren. Wird also das Moratorium in irgendeiner Form in Anführungszeichen erkauft? Und auch welche Präzedenzen setzen wir letztlich auch für die anderen Verwertungsgesellschaften? Und hier lohnt es sich deshalb auch in der Tat, diese Verhandlungen mit den anderen Beteiligten und Partnern eben auch sehr sorgsam vorzunehmen, weil wir eben auch die anderen Verwertungsgesellschaften und ihre möglichen Veränderungen dann auch im Blick behalten. Deswegen haben auch diese Gespräche eine grundsätzliche Bedeutung. Wir haben
immer klar gesagt, dass die Bereitstellung der digitalen Semesterapparate in den Intranets der Hochschulen notwendig ist für eine zeitgemäße Ausbildung und Bildung der Studierenden an unseren Hochschulen. Das ist auch ein Ziel, dem wir auch stärker Rechnung tragen müssen, als das bislang ist. Und die Möglichkeit, mit der das sicherlich auch am angemessensten passieren kann, ist, wenn wir eben zum Beispiel im Urheberrecht auf der Bundesebene auf eine Veränderung dorthin wirken, wenn wir eine allgemeine Bildungs- und Wissenschaftsschranke im Urheberrecht durchsetzen können. Hier muss auch diese Entwicklung, das, was wir momentan auch an Problematik dort sehen, auch der Aufhänger sein, hier auch mit mehr Nachdruck auf die Bundesebene zu wirken. Und wenn hier SPD und Grüne in ihrem Entschließungsantrag dann formulieren, wir fordern die Landesregierung auf, ihre Bemühungen auf der Bundesebene um die Einführung der allgemeinen Bildungs- und Wissenschaftsschranken im Urheberrecht intensiv fortzusetzen. Ja, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das ist nicht falsch, aber das reicht natürlich bei weitem nicht aus, sondern hier hätten wir auch die Möglichkeiten, etwas härter ranzugehen, zum Beispiel über eine Bundesratsinitiative, auch als Länder hier auch ein bisschen Druck auf die Bundesregierung und den Bundestag dann auch auszuüben, damit wir eben eine entsprechende klarstellende Regelung auch bekommen, die dann auch längerfristig trägt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Freimuth. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Bell. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir behandeln heute ein Thema, das, glaube ich, viele Menschen in unserem Land mit großer Aufmerksamkeit betrachten, zumindest die mehr als 760.000 Studierenden an den Hochschulen dieses Landes. Und ich kann aus der Erfahrung, die ich im Umgang mit Studierenden sagen, es gibt aktuell kaum ein Thema, das die Studierenden in Nordrhein-Westfalen mehr bewegt hat als diese Frage. Weil die Ankündigung, die digitalen Semesterapparate entsprechend von den Servern zu nehmen zum 1.1. war ja eine reale Situation, die die Lernsituation und Studiersituation an den Hochschulen radikal mindestens eine Generation zurückgeschmissen hätte. Ich will das sagen, ins vordigitale Zeitalter, mit der Situation, dass ja zum Beispiel an der Hochschule in Bielefeld bereits ein Kopierraum eingerichtet wurde, um Möglichkeiten zu schaffen, dann zumindest mit Kopien aus Bibliotheken wieder arbeiten zu können. Dass das eine völlig inakzeptable Situation war, die durch die nicht praktikable Rahmenvereinbarung, die geschlossen worden ist, zustande gekommen ist, erschließt sich, glaube ich, für jeden von uns. Und deswegen bin ich sehr froh, ich will das so deutlich sagen, dass auch heute hier von diesem Haus das Signal an die Studierenden und an die Hochschulen ausgehen kann. Es hat eine Verständigung gegeben zwischen den Akteuren, VG Wort, Hochschulrektoren und Kultusministerkonferenz, die jetzt noch unter dem Gremienvorbehalt steht. Aber es ist gesichert, dass ab 1.1.2017 die entsprechende digitale Infrastruktur an den Hochschulen fortgesetzt werden kann. Das ist eine gute Botschaft für alle Studierenden in diesem Land. Und deswegen will ich an dieser Stelle zunächst mal mein ganz herzliches Dankeschön an die Landesregierung und auch an Herrn Staatssekretär ausrichten, der nämlich Teil der kleinen Arbeitsgruppe gewesen ist, die ja innerhalb von wenigen Tagen diese Verständigung herbeigeführt hat, im Sinne aller Betroffenen hier in Nordrhein-Westfalen. Großes Dankeschön, dass deshalb von hier das klare Signal heute ausgesprochen werden kann. Ich glaube, das ist ein gutes und starkes Signal, gerade an die Studierenden in diesem Land, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und der zweite Punkt, den ich gerne jetzt hier ansprechen möchte, ist natürlich die Frage, wie gehen wir in der Perspektive mit diesen urheberrechtlichen Fragen um, Joachim Paul? Und ich glaube, das ist eine Frage, die hast du zu Recht angesprochen, weil man sich natürlich die Frage stellen muss, wenn ein solcher Rahmenvertrag auch durch die Kulturministerkonferenz und durch die VG Wort abgeschlossen worden ist, der in der Praktikabilität ein Stück weit aus dem digitalen Zeitalter herausgeworfen war,
man sich schon die Frage stellen muss, müssen wir da nicht auch ein Stück weit eine veränderte Dialogstruktur hinbekommen, um solche Probleme, wie sie jetzt hier aufgetreten sind, in der Perspektive auch zu vermeiden. Wir werden uns auch in der Perspektive mit urheberrechtlichen Fragen letztlich auch auseinandersetzen müssen. Aber ich persönlich finde, dass wir da wirklich mit großer Sorgfalt nachdenken sollten, wie man in der Perspektive solche Situationen vermeiden sollte. Ich bin sehr zuversichtlich, dass nach dieser Situation, die ja sehr zugespitzt war, die handelnden Akteure ab September eine gute Folgevereinbarung auch realisieren werden, weil alle auch erkannt haben, was entsprechend die Zeit auch geschlagen hat. Ich will aber auch sehr deutlich sagen, liebe Frau Freimuth, dass wir darauf setzen, dass die Koalitionsvereinbarung in Berlin umgesetzt wird, die Frage der Bildungs- und Wissenschaftsschranke im Urheberrecht entsprechend ja im Koalitionsvertrag festgelegt hat. Und wir werden jedenfalls alles in unserer Macht Stehende tun als SPD-Fraktion, so wie wir das auch in der Vergangenheit getan haben, diese Frage noch in dieser Legislatur erfolgreich zum Ziel zu führen. Das ist jedenfalls das Ziel von uns als SPD-Fraktion hier im Landtag. Das will ich so ausdrücklich entsprechend sagen. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, heute ein guter Tag für die Studierenden und die Hochschulen in diesem Land. Das ist noch ein gutes Signal vor Weihnachten. Ich danke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Bell. Für die CDU-Fraktion spricht Dr. Berger. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Oktober diesen Jahres haben die Kultusministerkonferenz der Länder und die VG Wort einen neuen Rahmenvertrag zur Vergütung gesetzlich erlaubter Intranet-Nutzungen an öffentlichen Hochschulen abgeschlossen. Nun sollen die Hochschulen, die dem Rahmenvertrag beitreten, ab dem 1. Januar 2017 einen Betrag von 0,008 Euro pro Seite zahlen, und die Dozenten sollen dazu verwendete Literatur im Ganzen melden. Die Landesrektorenkonferenzen, verschiedene universitäre Vereinigungen haben ja beschlossen, dem Rahmenvertrag nicht beizutreten. Und durch den Nicht-Beitritt droht jetzt, dass Studierende keinen Zugriff mehr auf die von der VG Wort vertretenen digitalisierten Schriftstücke im Intranet haben. Und die Folge wäre, dass wieder Kopien angefertigt werden müssten. Da haben alle Vorredner darauf hingewiesen, dass diese Folge zu vermeiden ist, dass es ein Rückfall in ein prädigitales Zeitalter wäre, dass das mediale Lernen in Nordrhein-Westfalen gefährdet ist. Und ich glaube, das Anliegen, die Lösung dieses Problems, die teilen alle Fraktionen hier. Was mich jetzt, Herr Bell, noch etwas verwundert: Sie haben die Landesregierung gelobt, dass eine Lösung gefunden worden ist. Wenn das so ist, worüber wir in diesem Haus ja noch keine Kenntnis haben, außer vielleicht die SPD-Fraktion, ist das zu begrüßen, muss man schon sagen. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch die Aufgabe einer Regierung, Probleme zu lösen. Und ich frage mich, warum die Regierung nicht etwas schon früher aktiv geworden ist, sondern dass es erst einen Antrag der Piraten und der FDP bedurft hat, dieses Thema in diesem Haus hier so zu diskutieren. Also das könnte man an dieser Stelle auch anmerken. Die CDU in Nordrhein-Westfalen meint auch, wir unterstützen schnelle Problemlösungen. Wir dürfen unsere Studierenden nicht im Regen stehen lassen. Und da will ich es an dieser Stelle auch mal mit bewenden lassen. Ich bin dann jetzt erstmal auch gespannt, welche Lösungen uns die Regierung denn nun vorstellt. Und bedanke mich auch an dieser Stelle ausdrücklich bei den antragstellenden Fraktionen für die Thematisierung dieses wichtigen Themas. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Berger. Für die Fraktion Die Grünen spricht Frau Dr. Seidel. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist in der Tat erfreulich, dass wieder Bewegung gekommen ist in die derzeit ja wirklich untragbare Situation an den Hochschulen, und dass es der Landesregierung gelungen ist, sage ich noch mal ganz ausdrücklich, mit allen Verhandlungspartnern eine tragfähige Übergangslösung zu verabreden. Darüber freuen wir uns sehr.
KMK, HRK und VG Wocht haben zudem vereinbart, in den nächsten Monaten eine für alle Beteiligten praktikable und sachgerechte Lösung zu erarbeiten. Und vor diesem Hintergrund werden wir, glaube ich, mit unserem Entschließungsantrag auch der aktuellen Entwicklung gerecht. Mit dem ursprünglich geplanten neuen Rahmenvertrag zur digitalen Nutzung von Veranstaltungsunterlagen drohte an den Hochschulen, das haben jetzt schon mehrere Vorredner auch gesagt, unweigerlich der Rückfall ins analoge Zeitalter. Insbesondere auch deshalb, weil es bereits zahlreiche Ankündigungen gegeben hatte, der Empfehlungen der Hochschulrektorenkonferenz zu folgen und digitale Angebote wie zum Beispiel Lernplattformen oder Online-Semesterapparate einzustellen. Das hat dann sogar bizarre Formen angenommen, wie an der Universität Paderborn, die die Studierenden bereits aufgefordert hatte, noch schnell die relevanten Dateien runterzuladen und dann bis Ende des Jahres würden die Server abgeschaltet. Tatsache ist, alle Hochschulen in Deutschland gehören zu den Nutzerinnen von Publikationen der durch die VG Wocht vertretenen Autorinnen und Autoren. Es werden zwar immer wieder alternative Nutzungen diskutiert, aber diese reichen nicht aus, um die bisherige Qualität der Lehre aufrechtzuerhalten. Ein Grund mehr, um das Thema Open Access insbesondere in der Wissenschaft noch einmal auf die Agenda zu setzen und auch langfristig zu diskutieren. Ziel muss es sein, den Studierenden auch zukünftig alle Unterlagen für Lehrveranstaltungen digital zur Verfügung zu stellen. Das reduziert den Papierverbrauch, spart Studierenden Zeit und Geld und ermöglicht den Lehrenden eine breitere Literaturauswahl für ihre Seminare. Da sich der neue Rahmenvertrag in den letzten Wochen als wirklich absolut praxisuntauglich erwiesen hat, ist es insofern richtig, dass Kultusministerkonferenz, Hochschulrektorenkonferenz und VG Wocht für die Zeit ab dem 1. Januar eine Übergangslösung schaffen wollen, die die Beibehaltung der bisherigen pauschalen Vergütung vorsieht. Es ist ebenfalls ausdrücklich zu begrüßen, dass ein neuer Rahmenvertrag, der ab Oktober 2017 gelten soll, sicherstellen wird, dass es eine unbürokratische Lösung für Hochschulen, Studierende und Lehrende geben wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für Wissenschaft, Forschung und Lehre stecken enorme Potenziale in der Digitalisierung. Um diese Chancen nutzen zu können, bedarf es endlich eines bildungs- und forschungsfreundlichen Urheberrechts. Denn bessere Forschungs- und Wissenszugänge sind in der Tat wichtige Zukunftsmotoren für unsere Volkswirtschaft und auch Wissensökonomie. Doch noch immer bestehen urheberrechtliche Hindernisse, die den Zugang zu Wissenschafts- und Bildungsmaterialien erschweren. Und eines dieser Hindernisse besteht darin, dass bis heute eine umfassende Bildungs- und Wissenschaftsschranke im deutschen Urheberrecht fehlt. Es wurde eben angesprochen. Wir arbeiten gemeinsam daran, denke ich, von hier aus und hoffen, dass das dann auch in Berlin umgesetzt wird. Sie würde es Lehrenden, Lernenden und Forschenden erleichtern, publizierte Werke jedweder Art für den wissenschaftlichen Gebrauch grundsätzlich genehmigungsfrei und ohne Einschränkungen zu nutzen. Ziel muss es sein, den für Bildung und Wissenschaft notwendigen Wissenszugang unter angemessenen und für alle Seiten fairen Bedingungen zu gewährleisten. Und vor diesem Hintergrund bitte ich um Zustimmung auch zu unserem Antrag. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Seidel. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Schulze. Herr Präsident, meine Damen und Herren, zunächst einmal bin ich froh, dass es uns gelungen ist, jetzt eine Einigung zu erzielen, die ein gutes Signal ist für die Studierenden, für die Lehrenden und die sicherstellt, dass die digitale Hochschule erst einmal erhalten bleibt und dass wir sie weiterentwickeln können. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich will noch mal daran erinnern, wie es überhaupt zu dieser Situation gekommen ist. Es gab eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes, die ganz unmissverständlich gesagt hat, dass das Abrechnungssystem mit der VG Wort verändert werden muss, dass die Pauschalvergütung, wie sie bisher gilt, so nicht mehr möglich ist, sondern dass es Einzelabrechnungen geben soll. Vor diesem Hintergrund hat die KMK mit der VG Wort dann in langen und wirklich schwierigen Verhandlungen eine Lösung erarbeitet. Und diese Lösung haben wir mit den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen ganz eng abgestimmt. Und es war sehr schnell klar, das lässt sich bei uns nicht umsetzen. Und das haben auch viele andere Hochschulen so gesehen, dass das, was die VG Wort da vor allen Dingen, was die VG Wort wollte, dass das so nicht geht. Dass Verwaltungsaufwand und das, was dabei rauskommt, in keinem Verhältnis miteinander stehen. Und dann hätte man einfach sagen können, okay, wir sind nicht Verhandlungsführer in NRW,
sollen die anderen das doch mal klären. Und das ist eben kompliziert und dann muss man da jetzt irgendwie durch. Das haben wir in Nordrhein-Westfalen nicht gemacht. Wir haben die Dinge nicht einfach laufen lassen, sondern wir haben sehr deutlich gemacht, dass da jetzt alle an einen Tisch müssen. Wir haben dafür gesorgt, dass es neue Verhandlungen gibt, dass wir alle Beteiligten noch mal wieder an einen Tisch holen, weil wir wollen, dass Digitalisierung in den Hochschulen weitergeht und nicht zurückgeworfen wird. Wir haben es dann geschafft, dass alle Beteiligten zusammengekommen sind und dass letzte Woche Freitag auch eine erste Lösung auf den Weg gebracht wurde. Es gibt eine Arbeitsgruppe, einen kleinen Kreis, an dem unser Staatssekretär aus Nordrhein-Westfalen jetzt auch beteiligt ist. Und die haben am letzten Freitag öffentlich gemacht, dass es keine kurzfristige Abschaltung der Semesterapparate geben wird. Das ist presseöffentlich geworden von KMK, von der HLK und von VG Wort gemeinsam. Es wurde stattdessen vereinbart, dass es eine Übergangsregelung geben wird, dass das bisherige Recht noch bis zum Wintersemester 17/18 weiterläuft und dass wir eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe haben. Das ist die gleiche wie die, die jetzt schon weiter verhandelt wird. Und diese Ad-hoc-Arbeitsgruppe ganz klare Ziele hat. Wir wollen, dass ein System aufgebaut wird, was für alle praktikabel ist, was das Urteil berücksichtigt, was die Hochschulbibliotheken mit ihren Kompetenzen, das ist das, was wir vor allen Dingen aus Nordrhein-Westfalen mit eingebracht haben, dass die ja enorme Kompetenzen haben, dass die Hochschulbibliotheken enger als bisher einbezogen werden und dass wir trotzdem eine nutzerfreundliche Lösung bekommen, die die Einzelabrechnungen, so wie sie bisher geplant waren, überflüssig macht. Die Details werden jetzt miteinander ausgearbeitet. Dazu haben wir jetzt ja auch ein bisschen Zeit. Aber wichtig ist, dass es diese Art Moratorium gibt, dass wir jetzt noch mal eine Zeit haben, miteinander zu verhandeln und dass wir uns im Ziel alle einig sind. Und ich bin sehr froh, dass uns das in dieser kurzen Zeit gelungen ist. Das heißt für uns in Nordrhein-Westfalen, wir können die Digitalisierung weiter vorantreiben und wir werden uns auch weiter dafür einsetzen, dass es auf der Bundesebene eine vernünftige Lösung gibt, dass wir im Urheberrecht da weiterkommen. Es ist im Koalitionsvertrag angelegt und wir drängen mit darauf, dass es jetzt auch umgesetzt wird. Insofern kurz vor Weihnachten ein guter Tag für die Studierenden, ein guter Tag für die Lehrenden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Wir sind am Schluss der Aussprache und wir kommen zur Abstimmung. Wir haben drei Anträge, über die wir abstimmen müssen. Wir stimmen ab. Erstens über den Antrag der Fraktion der Piraten. Das ist die Drucksache 13/680. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt des Antrages, Drucksache 13/680. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön, das ist die Fraktion der Piraten. Wer lehnt das ab? Dankeschön, wer enthält sich? Vielen Dank, damit ist der Antrag abgelehnt mit Stimmen von SPD und Grünen, bei Zustimmung der Piraten natürlich und bei Enthaltung der CDU-Fraktion und der Fraktion der FDP. Wir stimmen ab. Zweitens über den Antrag der Fraktion der FDP, das ist die Drucksache 13/695. Auch hier hat die antragstellende Fraktion der FDP direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt des Antrages, Drucksache 13/695. Wer dem seine Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. Viel Spaß. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? SPD und Grüne. Damit ist der Antrag abgelehnt mit Stimmen von SPD und Grünen gegen die Stimmen der CDU-Fraktion, der FDP-Fraktion und der Fraktion der Piraten. Ich rufe auf. Drittens. Die Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion von SPD und Bündnis 90 die Grünen. Das ist die Drucksache 13/789. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem Antrag nicht zustimmen? Damit ist der Antrag angenommen mit Stimmen von SPD und Bündnis 90 die Grünen, der Fraktion der Piraten, bei Enthaltung der CDU-Fraktion, Entschuldigung, Enthaltung CDU-Fraktion und der Fraktion der FDP. Vielen Dank. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9.